Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Taxi Live. Eigentlich wollte ich das Spiel schon. Eigentlich wollte ich das Spiel schon gestern wieder spielen, aber leider gab es noch ein paar Probleme mit dem Spiel selber. Also ich konnte es absolut gar nicht mehr starten, da kam immer Error. Allerdings haben mir da die Devs geholfen, um das Spiel wieder zum Laufen zu bringen. Also ja, eigentlich musste ich bloß das Spiel neu installieren und auch den Grafikkartentreiber. Und das war's dann auch schon. Ich wollte gerne noch irgendwie mehr in diese Richtung der Stadt. Fahren wir mal dahin. Und schauen mal, wo die Person hin will. Können wir das Radio wieder anschalten? So. Da wäre mir fast wieder hinten reingefahren. Auch das mit dem Lenkrad habe ich den Devs mitgeteilt. Triumphbogen von Barcelona. So dass vielleicht das Lenkrad irgendwie in die Liste mit aufgenommen wird. Ich meine, auch da, wenn man das angeschlossen hat, also mein Zivilist, stürzt das Spiel sofort ab. Oder beziehungsweise man kann es nicht mehr starten. Frage ich mich gerade, wieso ist da eine gelbe Markierung, also die Straße ist gesperrt für unser diesen Stadtteil. Aber wieso wird denn das auf der Karte angezeigt? Doch, ich versuche gerade ein schönes Thumbnail zu bekommen. Mal schauen, ob man trotzdem da lang kann. Wahrscheinlich ja eher nicht. Okay. So. Ja, dann kommt wahrscheinlich dieser Abschnitt dann wirklich irgendwann noch dazu. Weil das Navigationssystem will uns ja schon hier lang lotsen. Von daher kommt das sicherlich irgendwann hinzu. Aber dann müssen wir irgendwie umdrehen. So gut es hier geht. Hat jetzt niemand gesehen. Schnell weiter. Hauptsache man darf hier in der City 70 fahren. Kind of craziest. Na gut, manchmal merkt man schon, die KI ist ein bisschen sehr buggy. Also es steht ja zwar schon als Feature, dass die Autos Unfälle bauen. Und die Fußgänger über die Straßen laufen, wenn es rot ist.
Aber ich finde, es passiert ein bisschen zu häufig, wenn das wirklich das Feature sein soll. Also ich denke eher, das ist auch ein bisschen buggy. Aber gut. Wie schon mal erwähnt, ich finde, man darf ihm noch nicht allzu viel verlangen. Ich meine, das ist auch das erste Fahrsimulator-Game von SimTract. Gab es ja bisher bloß den Zugsimulator. Es reicht langsam. Von daher wird da sicherlich noch viel daran gearbeitet, um das alles besser zu machen. Aber ich kann die ganz vielen negativen Reviews auch ein bisschen verstehen, weil ja, ich finde, der Preis, den man hier bezahlt, ist noch nicht so angemessen. Also das ist viel zu viel für den Status des Spiels. Im Moment zumindest. Weil ich habe jetzt, glaube ich, 32 Franken bezahlt, also Schweizer Franken. Was für so ein Spiel mit ja vielen Bugs und Unfertigkeiten ziemlich teuer ist, finde ich. Hi there. Viele haben ja auch gesagt, es wäre besser gewesen, wenn sie es in den Early Access gebracht hätten. Was ich ehrlich gesagt auch ein bisschen glaube. Aber trotzdem dachte ich mir, ich mache da mindestens mal 10 Folgen daraus und schaue dann vielleicht später nochmals hinein, wenn das Spiel ein bisschen ja, mehr ausgereift ist und Patches bekommen hat. Da oben ist das Graffiti. Ja, wie man sieht, eben schon wieder ein Unfall gebaut. Das geht wirklich sehr häufig. Aber ansonsten hat es eigentlich ziemlich viel Potenzial, glaube ich. Man könnte echt ein gutes Spiel werden. Aber da braucht es noch ziemlich viel dafür. Um ein gutes Spiel zu sein. Ich sag da mal nichts dazu. Oh Mann. Ich glaube, es gibt keine... Es ist rot! Warten wir ohne einen Unfall. Aber gut. So, how are you enjoying driving around Barcelona? Shit. Ja, wie man sieht, ist es ein bisschen schwierig, also eigentlich, ich... Oh, I'm loving it. There's just so much to see in this city. What makes driving here so special for you? Die ganzen Unfälle. Definitely the people. I love learning about their experiences in this city. What's your favorite part of the city to drive in? Definitely the old town. There's so much history and character there. Oh, I love it too. Okay, hier gibt's irgendwas? Was ist denn das? Herausforderungen, okay. Interesting. Müssen wir uns später mal anschauen. Und leider habe ich immer noch nicht viel davon erkannt, was ich vielleicht eben erkennen würde. Aber wir sind, glaube ich, einfach in der falschen, im falschen Part der Stadt.
Ich glaube eher die linke Region würde ich vielleicht eher erkennen, wenn man sich hier die Map anschaut. Also vielleicht eher hier in dieser Bereich. Wir haben ja zumindest schon mal diese Seilbahn gesehen, die ich erkannt habe. Er hat da gerade eine Moonwalk gemacht. Aber ansonsten noch nicht so viel erkannt. Aber mal schauen, vielleicht kommen wir ja noch zu diesen Abschnitten. Überall hört man bloß die ganze Zeit diese Crash-Sounds und Gehupe. Aber wir sind schon hier. It was such a pleasure riding with you. Okay. 1,8 Kilometer, 5 Sterne, leicht. 329 Euros. 125 EP Bonus. Ja, okay, da kannte ich jetzt nichts dafür. Aber gut. Der Kopf von Barcelona. Sagt mir jetzt auch gerade nichts. Nee. Museo de Barcelona. Ah, komm, why not? Ups, sorry. Ich war mal da. Unser Auto sieht schon ziemlich demoliert aus, aber nicht wegen mir. Ich kann da nichts dafür. Das sind alles bloß die anderen Fahrer, die schlecht Auto fahren können. Ich glaube, das kenne ich hier auch nicht. Will hier einsteigen. Drei Leute haben wir hier. Also ich weiß, dass es irgendwo an so einem Pier ein Einkaufszentrum gibt. Da war ich schon mal drin. Aber ich glaube nicht, dass das hier ist. Okay, da vorne haben wir wieder diesen Berg. Und es ist doch hier. Okay, diese Texturen sehen schrecklich aus. Für das Spiel sonst eigentlich so gut aussieht. Grenzwertig. Es ist doch hier. Schwierig zu sagen, entweder könnte es schon hier sein oder vielleicht doch hier drüben. Oder weiter hier vorne. Bin mir echt unsicher. Ich müsste mal eine Karte von Barcelona anschauen. Vielleicht würde ich es dann erkennen. Oh.
nicht, dass das das ist. Das ist auch so weird. Die Räder drehen sich zwar, aber ja, das war nicht vorwärts. Das ist sicherlich auch ein Bug, den sie irgendwie geregelt bekommen müssen. Oder dass sie einfach random stehen bleiben. Ich muss mal schauen, ob man hier die bekannte Straße findet. Rambala-Straße, glaube ich, heißt sie. Wenn man die findet, dann würde ich mich vielleicht schon eher ein bisschen besser auskennen. Oder zumindest mehr kennen. Weil ja, die kennt wahrscheinlich etwa jede. Und da gibt es auch ziemlich viel zu sehen. Und auch an dieser Straße ist dann dieser Markt, den ich meinte, in einer anderen Folge, wo ich auch schon mal war. Is car maintenance expensive? Ja, oh schon. Boy, let me tell you. It's incredibly expensive. That's what I heard. It's crazy how much it can cost. Vor allem wegen diesen Anfängerautofahren hier. Aber solche Dinge finde ich eigentlich ja irgendwie zu cool. Yeah, it adds up. But it's one of the additional costs you have to consider when owning a car. I don't own a car, so I'm not sure how much it costs. Aber sie ist jetzt doof, wie it can range anywhere from a few hundred dollars to several thousand. I'll have to keep that in mind. Das ist jetzt doof. Fordern Sie polizeiliche Unterstützung zur Wiederherstellung des Verkehrsflusses? Danke. Dann halt so. Wenn es nicht anders geht, dann halt so. Das ist eine praktische Einführung eigentlich, dass man die Polizei rufen kann. Shit. Sorry. 1500 Meter. Glaube ich, unter diesem Monument durch. Die waren alle viel zu schnell. Glaube ich auch noch ein bisschen Stoff. Solange sie nicht unnötig schnell abbremsen. Im Steam-Forum habe ich auch gelesen, sehr viele haben mit der Performance Probleme und da, bei anderen wiederum läuft es mega flüssig. Man sieht, bei mir läuft es so halbwegs gut, also ich habe immer wieder mal ein paar kleinere Ruckler drin. Ich müsste eigentlich mal versuchen, was passiert, wenn ich die Grafikeinstellung runterstelle. Ob das was nützt oder nicht. Holy shit, das ist eng hier. Vielleicht wird das ja was bringen. Aber das müsste ich erstmal testen.
Und sehr viele Leute finden das Spiel halt wirklich nicht gut. Kann ich in ein paar Dingen auch verstehen, aber andererseits hat es auch sehr gute Ansichten eigentlich. Also man könnte viel daraus machen, denke ich. Aber das müssten sie eben auch machen. Okay, haben wir auch geschafft. Nur 4 Sterne. Geschwindigkeitsbegrenzungen überschritten. Okay. Aber 665 Euro. Was ziemlich viel ist für einen Taxifahrer. Also, gut ab. Mal schauen, jetzt sind wir hier. Wollen wir mal so eine Hausform probieren? Thomas Ortiz. Kurze Strecke. Leicht. Passage de la Laguna. Machen wir das doch. Aber erst in der nächsten Folge von Taxi Life. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.